Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Roadmap. Der Artikel ist heute erschienen. Ich packe euch den Link zu dem Artikel in die Videobeschreibung hinein. Dann könnt ihr selbst nachlesen, was da alles drin steht. Wir gucken uns einfach mal an, was da so gesagt wird. In diesem Artikel geht es nicht so sehr um die DLCs, sondern eher so um die Features. Und da geht es jetzt um den Conductor Mode, um die Live Map, um Route Hopping, Fast Travel, Fotomodus, Track Shadow Rendering, Digital Displays, Tutorials und noch ein paar weitere Sachen und neue Third Parties. Da wird auch noch was dazu gesagt. Wir gucken uns nochmal die Roadmap an. Das hier sind die DLCs, die erscheinen werden mit Transom World 5. Das sind die Core-Strecken. Das hier ist dabei in der Deluxe Edition der Flixtron und der Avanti West Coast Pendolino. Als weiteres Add-on angekündigt ist MBTA Commuter, eine amerikanische Strecke innerhalb der nächsten 3 Monate. Und was dann für die Zukunft noch angesagt ist, die Pfälzische Ludwigsbahn, die niederländische Strecke Zwolle-Groningen, die Tadami-Line, eine Strecke von Alan Thompson und eine deutsche Lok von Simtrack Studios sowie weitere Patches. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Ganze angucken. Wir schauen mal in den Artikel rein. Hier wird nochmal erwähnt, was es eben für Bundles gibt. Da habe ich gestern auch schon mal erklärt. Schaut da nochmal gerne rein. Ansonsten, ich kann es nochmal ganz kurz machen. Ne? Also die normale, die Standard Edition, wenn ihr euch die kauft, sind halt eben die 3 Kernstrecken, Deutsch, Englisch und Amerikanisch. Die Deluxe Edition wird den Flixtron und den Pendolino sowie Cajon Pass mit dazu haben. Sowie damit habt ihr 5 Tage Early Access ab dem 12. September. In der Standard Edition erst ab dem 17. September. Die Special Edition hat dann noch ganz viele weitere Strecken, die man sich holen kann, wenn man halt vorher noch nie Transom World gespielt hat. Dann ergibt das durchaus Sinn. Ansonsten gibt es die Regional Bundles. Es gibt nämlich ein deutsches Starter Pack, wo ihr Frankfurt Fulda alleine kaufen könnt. Und ich glaube, den Flixtrain, den kann man als Log-DLC auf jeden Fall irgendwann kaufen. Ja, Conductor Mode, also im Grunde genommen, dass wir Zugbegleiter oder Zugchef sind, auch irgendwie. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Wir werden das uns auf jeden Fall auch mal angucken. Das ist was komplett Neues. Das haben sich viele Leute gewünscht, dass es eben das Transom World, die hat ja die Möglichkeit, dass wir durch den Zug laufen, dass wir interaktiv sind. Warum dann also nicht jetzt auch mal sowas wie die Türen abfertigen, den Zug abfertigen, die Passagiere kontrollieren, ob ihre Tickets gültig sind oder nicht. Und das kann man ganz normal im Fahrplanmodus machen. Das ist nicht als Szenario, sondern als Fahrplan. Und das geht auf allen TSW 5 Strecken. Also ne, für die West Coast Mainline, für Frankfurt-Fulda. Da muss man übrigens bei der 114 benutzt man dann eine Pfeife, das ist auch irgendwie ganz cool. Und natürlich auch auf der amerikanischen Strecke. So. Was steht hier noch? Genau, ne? Also es sind immer unterschiedliche Prozedere von Land zu Land. Das ist ja immer anders, wie so ein Zug abgefertigt wird. In Deutschland wurde lange, zumindest bei den ICEs, glaube ich, mit einer Kelle auch noch gewunken. Mit einer grünen Kelle. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr der Fall, sondern jetzt funktioniert das nur noch per Anruf, meine ich zumindest. Aber auf jeden Fall, genau, ne, es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, wie das in dem Land entsprechend gemacht wird. Die Live-Map 2.0, einer der tollsten Features, die ich finde, dass wir endlich die Namen der Stationen sehen, der einzelnen Bahnsteige, dass wir die Gleise sehen und wenn wir mit der Maus über einen Zug hovern, dann sehen wir sogar, welcher Zug das ist, wo der gerade hinfährt, wie schnell der ist. Huch, entschuldigt, da hat es gerade gerumst im Hintergrund, das war mein Fenster. Und das finde ich ganz cool. Hier gibt es auch noch eine Legende, dass man auch versteht, was es, was überhaupt hier damit gemeint ist. Also was wir sehen können, sind die Signalbilder, Speedlimits, Pump wäre, glaube ich, dass man irgendwo Diesel nachfüllen kann. Die Städte, die Stationen, die Plattformen, Tutorials, ein Spawnpunkt, da können wir noch gleich drauf eingehen, was das ist. Die verschiedenen, ja, die Namen der Gleise und dann hier dieses Symbol zeigt den Zug, dass die Aufgabe, den aktuellen Ort, wo man sich als Spieler befindet und ein Spawnpunkt. Route Hopping. Route Hopping ist dahingehend ganz interessant, wenn man 2 Strecken hat, die im Grunde genommen sich einen Bahnhof teilen, siehe zum Beispiel Wuppertal auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten, entschuldigt, Hagen auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten und Ruhr-Sieg-Nord. Doch Rhein-Ruhr-Osten und Ruhr-Sieg-Nord, genau, Hagen, dann kann man da tatsächlich an der Stelle auswählen,
dass man an dieser Stelle dann einmal hoppen möchte in die andere Strecke. Was dann übernommen wird, sind dann die Wettereinstellungen, die Uhrzeit und das Ganze. Das bleibt also gleich. Man kommt kurz in ein Ladescreen hinein, wenn man dann wechselt, ne? Und dann ist man auf der neuen Strecke. Das übergeht praktisch diesen Punkt, dass man ins Hauptmenü zurückgeht und alles nochmal von neuem einstellt, sondern es funktioniert halt in diesem Sinne direkt mit so einem kleinen Ladebildschirm dazwischen. Dann haben wir Fast Travel. Das habe ich euch gerade eben schon gesagt. Es gibt ja diese Spawn Points auf der Strecke und zu denen kann man sich einfach hinspawnen. Das funktioniert ja schon über die Goat Mode. Das haben wir auch schon häufig gemacht in den Videos. Jetzt ist das Ganze eingebaut im Simulator selbst. Ihr könnt das dann auch auf der Konsole natürlich machen. Photo Mode Enhancement. Es gibt da zusätzliche Einstellungen, unter anderem, dass man jetzt einfach das Wetter anpassen kann im Fotomodus. Was aber auch ganz cool ist, wenn der Zug vielleicht noch einen Ticken weiterfahren sollte, als man auf Pause gedrückt hat, dann kann man, wenn man auf Advanced klickt, hier Game Time Advanced, dann wird das Ganze ein paar Sekunden weiter simuliert, bis man tatsächlich den Punkt gefunden hat, wo der Zug da ist, wo man ihn positioniert haben möchte für ein Foto. Also auch cool gemacht und es gibt noch verschiedene Filter, die interessieren mich persönlich nicht. Was mich interessiert, ist aber das Track Shadow Rendering. Wir hatten nämlich vorher so, dass die Schatten ja bis maximal hierhin gerendert worden sind. Und jetzt haben wir das tatsächlich so, dass die Schatten endlich mal gefixt worden sind und dass das deutlich besser aussieht und sich nicht mehr die Schatten im Sichtfeld von einem aufbauen. Das wird mit den TSW5-Strecken der Fall sein. Mit dazu, was die deutschen und österreichischen Strecken angeht, wird das auch der Fall sein auf Salzburg-Rosenheim, Dresden-Riesa, S-Bahn Vorarlberg, Kassel, Würzburg, Maintalbahn, linke Rheinstrecke, Bremen-Oldenburg, Niddertalbahn, Semmeringbahn. Es wird allerdings auch noch daran gearbeitet, dass hoffentlich auch noch weitere Strecken dieses Update bekommen, weil das vergleichsweise ja, leicht zu implementieren ist. Dementsprechend können wir da hoffen, dass auch andere weitere deutsche Strecken ebenfalls dieses Feature bekommen. Auch die LGW bekommt die ebenfalls, gerade da wichtig für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Genau. Digital Display Screens, das kann ich euch sagen, ist ziemlich cool. Das ist ein sehr nices Feature. Ich habe schon ausprobieren dürfen. Ihr klickt auf den Bildschirm drauf und dann habt ihr den Bildschirm groß vor euch. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen trivial, aber es hilft sehr, gerade den Leuten auf der Konsole, dass man nicht ständig die ganze Zeit nochmal neu positionieren möchte. Für den PC ist das nicht so extremst relevant. Auch cool, aber nicht extremst relevant. Aber das ist gerade für die Leute, für die Konsole, eine extreme Erleichterung, was die Eingabe von Zugdaten und sowas angeht. Und das funktioniert tatsächlich schon bei allen Fahrzeugen. Ne? Also da muss nichts gearbeitet werden. Alle TSW5-Fahrzeuge, aber auch alle anderen Fahrzeuge vorher. Dann, ja, Tutorials und so wurden vereinfacht, es gibt deutlich mehr Tutorials. Also da wird auch noch mal ein bisschen was gemacht. Dann gibt es jetzt nur 146 und Dostos im Trainingscenter. Die wurde jetzt eingefügt. Also die Leute, die sich TSW5 kostenlos holen, als kostenloses Upgrade, ohne vorher was besessen zu haben, die kriegen ja das Trainingscenter und kriegen dann auch nur 146 und Dostos auch schon mal mit. Dann kann man schon mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja, Additional Changes, Xbox Audio Improvements, übergehen wir mal. Selector Functionality. Wenn man einen etwas schlechteren PC hat oder eine Xbox One oder eine PS4, dann strugglen die ja manchmal, was so die Performance angeht. Jetzt hat man die Möglichkeit, gewisse Layer einfach zu deaktivieren oder zu aktivieren und dann zu gucken, ja, funktioniert das jetzt besser? Ja, okay, ich nehme mal den Fernverkehr raus, ich nehme mal den Güterverkehr raus, und so kann man dann nach und nach vielleicht die beste Experience für sich selbst herausfinden. Third-Party-Partners. Es gibt eine neue Third-Party, die heißt Athena Simulations, konzentriert sich vor allen Dingen auf UK-Sachen. Eine neue Class 47 kommt. Aber wir überspringen das Ganze. Das könnt ihr euch, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, selbst durchlesen. Es wird noch mal ein bisschen was zur Leaven Branch auf Five Circle von Rivet Games erzählt. Das ist hier ein komplett neuer Streckenteil, der erst vor kurzem eröffnet wurde. Und jetzt wurde erzählt, dass die tatsächlich mit einem kleinen Flieger über die Strecke geflogen sind, um von da aus dann Fotos und Videoaufnahmen anzufertigen von der Strecke. Also auch auf jeden Fall ziemlich wild, was die da gemacht haben. Und hier mal noch so ein Foto von oben. Also auch cool, was der Rivet Games vorhat. Skyhook Games baut eine Class 158 in der Leavenmouth Rail Link Livery, also im Grunde genommen ein Repaint, das man sich kaufen kann für ihre Strecke Midland Mainline. Meine ich Midland Mainline oder ist es Five Circle? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ja, more cargo is on the way für Mittel- und Mainline. Oder, wobei es ist nicht mal gesagt, für welche Strecke, aber Skype Games baut Güterwagen-Packs, Volume 3 Intermodal, das sind FCA Twin Spine Wagons und Militärwagen, die wohl kommen werden, aber halt eben für UK. Alan Thompson hat hier ein Update gegeben von ihrer Strecke. Es wurde noch nicht gesagt, welche es ist, aber es sieht schon ganz schön aus. Aber auf jeden Fall eine britische Strecke. Sehen wir hier schon. Ansonsten heute Abend die Roadmap, das Video dazu. Und ja, ne? So viel dazu. Roadmap Teil 2 vom Dovetail Direct. Gerne Kommentare und Gedanken dazu in die Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.